So good morning to everybody. Welcome to today's lecture. Like always, short summary of some facts of last lesson. Suppose you are given a probability space and we are given a sub-sigma field G of our sigma field calligraphic A. Suppose we have a random variable on omega and suppose the second moment exists. Under this condition, we saw that the mean square deviation of x with respect to the conditional expectation of x given g is smallest among all mean square deviations of x from random variables y, which are square integrable and are measurable with respect to the sub-sigma field g. So we saw this in a setting of a Hilbert space and in the setting of an orthogonal projection. So with this property, we can call the conditional expectation as a least squares best predictor. So this is a very important property of conditional expectations. So furthermore, we had several properties of the conditional expectation. The first property, so the expectation of the conditional expectation of x given g is nothing but the expectation of x. Some people call this the conditional means formula. So a second property, if our random variable x is already g measurable, we do not have to look further for a conditional expectation. Then in this case, the conditional expectation of x given g is nothing but x. Of course, this equation holds almost surely. A further property, if we take the conditional expectation of a linear combination of random variables with respect to g, then this is nothing but the linear combination of the respective conditional expectations. So this is nothing but linearity, also the conditional expectation. A further property. Suppose we know that a random variable x is less than or equal to some random variable y. This inequality only needs to hold almost surely. Then also the same property holds for the conditional expectation, so the conditional expectation of x given g is at most the conditional expectation of y given g. So this property you can call the monotonicity. A further property. Suppose we have two random variables x, and suppose that the product x times y is integrable, so the expectation exists. And suppose that y is g measurable, then you can say if we consider the conditional expectation of the product x times y with respect to g, then we can take the y, we can consider it just as a constant. So this is nothing but y times the conditional expectation of x given g. And some people say, okay, take out what is known. So if we have a product and a factor is measurable with respect to the sigma algebra G, then we can take this factor before this. We can place it before the expectation. A further property. Suppose we have a sigma field F, which is a sub-sigma field of G. Then the conditional expectation of X given g, this can be computed in two steps. So this is nothing but, okay, first take the conditional expectation of x with respect to g, and then take this random variable and take the conditional expectation with respect to f. Some people call this the tower property. The next property is the modulus of the conditional expectation of x given g is at most the expectation, the conditional expectation of the modulus of x with respect to g. So this is the triangle inequality. So the next property,
is as follows. If X and G are independent, which means that the sigma algebra generated by X and the sub-sigma field G are independent, then the conditional expectation of X given G is nothing but a constant random variable, namely the expectation of X. Further property, if we have a convex function G, then the conditional expectation of the random variable G of X with respect to G is greater than or equal to the function G evaluated at the conditional expectation of X given G, and this is the conditional Jensen inequality. So there is a final property that we had. So suppose H is a sub-sigma field of A, and suppose we are given an independence property, namely this sigma field H and the sigma field that is generated by the union of this of sigma of X and G. If these two sigma fields are independent, then the conditional expectation of X given G is nothing but the conditional expectation of X given the sigma field that is generated by the union of G and H. So you see, the sigma field H doesn't play any role. You can delete it. Some people say, forget about independent stuff. So no, if you see we have X and we have G, and if H is independent of X and G, you can delete it. So das waren die wichtigsten Resultate der letzten Stunde. Wir hatten dann auch noch eine bedingte Version der Konvergenzsätze, monotone und dominierte Konvergenz. Und das ist dann auf dem nächsten Übungsblatt. So, wir möchten das jetzt anwenden, gewisse dieser Eigenschaften, nicht alle. Als Memo sehen wir nochmal, wenn H eine Sigma-Algebra und die von X und G erzeugte Sigma-Algebra, wenn die unabhängig sind, dann kann ich das H vergessen. Das bedeutet, die bedingte Erwartung von X gegeben G ist nichts anderes als die bedingte Erwartung von X gegeben die von G vereinigt H erzeugte Sigma-Algebra. Beispiel. Voraussetzung, wir haben drei Zufallsvariablen, nennen wir sie X, Y und Z, und wir setzen voraus, die drei seien stochastisch unabhängig. Dann setzen wir voraus, dass X ein zweites Moment habe, also E von X² ist endlich, und auch Z, das heißt auch der Erwartungswert von Z² existiert. Und jetzt möchten wir Folgendes machen, wir möchten zwar stets fast sicher, jetzt kommt eine Kette von Gleichheitszeichen, wir werden das jedes Mal dann begründen. Wir wollen mal die bedingte Erwartung betrachten, der Zufallsvariablen 3x² mal z minus 5z² plus 4x, gegeben die von y und z erzeugte Sigma-Algebra. So, nochmal zur Erinnerung, was war die von y und z erzeugte Sigma-Algebra als Memo? Das ist nichts anderes, wir nehmen die Sigma-Algebra, die von y erzeugt wird, vereinigen mit der Sigma-Algebra, die von z erzeugt wird. Wir wissen, die Vereinigung von zwei Sigma-Algebren muss nicht notwendig eine Sigma-Algebra sein, also betrachten wir die davon erzeugte Sigma-Algebra. So, jetzt schauen wir uns mal die Zufallsvariable an, die vor dem Bedingungsstrich steht. Da sieht man ein x, man sieht ein z, man sieht Konstanten, aber man sieht kein y. Und die Voraussetzung war, y ist stochastisch unabhängig, auch von x und z. Wenn wir dort oben mal in das Memo sehen, dann sehen wir, wir können dieses Memo anwenden. Wir müssen für h ja nur sehen, h ist in unserem Fall nichts anderes als die von y erzeugte Sigma-Algebra. Und das g, was da oben im Memo steht, ist die von z erzeugte Sigma-Algebra. So, wenn wir das berücksichtigen, dann sehen wir, na, das H können wir streichen. Das bedeutet in dem Fall das Y nach dem Bedingungsstrich. So, das bedeutet, diese bedingte Erwartung ist
die bedingte Erwartung der gleichen Zufallsvariablen und jetzt sehen Sie, dass y ist verschwunden. Also gegeben, oder unter der Bedingung sollte ich sagen, Sigma von z, gegeben Sigma von z. So, wie können wir weiter vereinfachen? Nun, der nächste Schritt wird sein, wir haben hier eine Summe, wir haben Faktoren, wir nutzen die Linearität aus. Das heißt, wir ziehen erstmal den Faktor, ich möchte noch die Begründung nachliefern, was wir jetzt gemacht haben, ist genau das, was wir auf der Folie davor hatten, mit g gleich Sigma von z und h gleich Sigma von y, das ist das, was ich eben sagte. Jetzt kommt die Vereinfachung. Wir ziehen die Konstante 3 vor, das ist eine reelle Zahl, wir nutzen jetzt die Linearität aus und jetzt haben wir die bedingte Erwartung, jetzt steht da x² z vor dem Minuszeichen, das heißt die bedingte Erwartung von x² mal z gegeben Sigma von z. Jetzt kommt der nächste Term, wir sehen die minus 5, das können wir nach vorne ziehen und dann haben wir die bedingte Erwartung von z² gegeben Sigma z. Und der letzte Term, sehen Sie das 4, die 4, der Faktor, plus 4 mal Erwartungswert von x gegeben Sigma von z. Das heißt, jetzt haben wir ausgenutzt die Linearität und das war in 9.8c. Das war dort die Eigenschaft, die wir hatten. So, wie geht es jetzt weiter? Nun, wir sehen, das z tritt auf als Faktor, zum Beispiel bei dem ersten Term vor dem Bedingungsstrich. Und da haben wir ja gesehen, wenn so ein Faktor messbar ist bezüglich der Sigma-Algebra, bezüglich der wir bedingen, dann können wir den nach vorne ziehen. Und z ist messbar bezüglich Sigma von z. Denn Sigma von z ist nach Definition, ist gerade die Menge aller Urbilder von Borel-Mengen. Ne? Das ist Sigma von z. Das bedeutet, wir können die 3 schreiben und jetzt können wir das z nach vorne ziehen. Wir haben z mal Erwartungswert x² gegeben Sigma von z. Wir sehen, bei dem nächsten ist es genauso. Ne? Die minus 5, die haben wir. Aber jetzt steht da z². Nun, Sie können sagen, es ist z² mal 1. Ich kann z² rausziehen. Dann bleibt über der Erwartungswert der Konstanten 1 gegeben Sigma von z. Und den letzten Term lassen wir erstmal so stehen. Also, das bleibt so. So, das bedeutet, wir haben jetzt die Eigenschaft ausgenutzt, die ich eben genannt habe. Das war bei uns 9.10a. So, wie geht's weiter? Und sehen wir uns jetzt mal die bedingte Erwartung an von x² unter Sigma von z. Nun, die Voraussetzung, die wir haben, ist aber, dass x und z unabhängig sind. Jetzt kommt wieder die Regel im Englischen, forget about independent stuff. Wir können hier diese Sigma-Algebra, Sigma von z, die haben wir damals g genannt, die können wir weglassen. Das heißt, die erste bedingte Erwartung ist einfach nur, 3 mal z natürlich ist der Vorfaktor, e von x². Jetzt sehen Sie, das nächste ist minus 5z² und der Erwartungswert einer Konstanten, auch die bedingte Erwartung, ist die Konstante selbst. Also steht hier minus 5z² mal 1. Die 1 schreibe ich nicht hin. Und beim letzten Term nutzen wir wieder aus die Unabhängigkeit von x und z. Auch hier können wir die Sigma-Algebra weglassen. Das heißt, es folgt plus 4 mal e von x. Also hier haben wir eine Eigenschaft ausgenutzt. Das war 9.10.d. Dort haben wir die gehabt. So, was man hier erkennt, wir haben jetzt vereinfacht und wir sehen, diese bedingte Erwartung, nun ursprünglich stand da unter der Bedingung Sigma von yz, ist nichts anderes als, es ist eine Funktion von z und zwar ein quadratisches Polynom in z. e von x² ist eine Konstante, e von x auch. Ansonsten haben wir 3 minus 5 und 4. Das heißt, wir haben direkt eine Funktion von z. Das heißt, wir haben Folgendes erhalten. In diesem Beispiel ist diese bedingte Erwartung gegeben Sigma von z eine messbare Funktion von z. Und hier liegt ein allgemeiner Sachverhalt zugrunde. Und den wollen wir uns jetzt ansehen im Lemma, was jetzt kommt. Ist wirklich ein allgemeiner Sachverhalt. Den hätten wir schon viel früher beweisen können, aber jetzt tritt er wirklich auf und jetzt müssen wir das ganz einfach wissen. So, formuliert als Faktorisierungslemma, ein Satz, 9.15. So, was haben wir? Eine nicht leere Menge Omega. Dann haben wir einen messbaren Raum. Sie sehen ganz abstrakt eine Menge Omega-Strich mit einer Sigma-Algebra A-Strich da drauf.
Ich sage überhaupt nichts über irgendeine Sigma-Algebra über Omega. Das heißt, erstmal haben wir nur die Menge Omega und einen messbaren Raum. So, dann haben wir eine Abbildung Z, die geht von Omega nach Omega-Strich, also auch eine sehr allgemeine Situation. Und Y, eine Abbildung, die geht von Omega in die reellen Zahlen. Sie sehen aber R quer, die darf also auch die Werte Plus oder Minus unendlich annehmen oder auch beide. Wir nennen sowas eine numerische Zufallsvariable. Dann wird behauptet, dass folgende Aussagen äquivalent sind. Und die erste Aussage ist die, diese Zufallsvariable y ist messbar, Sie sehen dort ist z hoch minus 1 von a' und dann b quer messbar. B quer sind natürlich die Borel-Mengen in r quer. So, das bedeutet, diese Messbarkeit, die Urbilder von diesen Mengen in b quer liegen alle in z hoch minus 1 von a'. Wir wissen, a' ist eine Sigma-Algebra und die Menge der Urbilder von solchen Elementen aus der Sigma-Algebra, was nichts anderes ist als z hoch minus 1 von a', ist wieder eine Sigma-Algebra. Jetzt haben wir eine Sigma-Algebra über Omega, nämlich z hoch minus 1 von a'. Ich hatte gesagt, die Messbarkeit bedeutet, die Urbilder unter diesen Mengen aus b quer von y liegen alle hier drin. Aber diese Urbilder von Mengen aus b quer unter y, das ist nichts anderes als Sigma von y, die von y erzeugte Sigma-Algebra. Und z hoch minus 1 von a' haben wir auch genannt, die von z erzeugte Sigma-Algebra, die haben wir auch Sigma von z genannt. So, das bedeutet, diese Messbarkeit, die hier steht, ist gleichbedeutend damit, dass die von y erzeugte Sigma-Algebra Sigma von y ein Teilsystem ist von Sigma von z. Und jetzt kommt die Aussage b. Also das ist äquivalent zu folgendem. Es gibt eine a'b quer messbare Funktion, der wollen wir auch einen Namen geben, wir nennen sie h, auf Omega' definiert, auch numerisch, geht in nach r quer. Und jetzt kommt die Eigenschaft, wir verknüpfen jetzt y mit z. Die Eigenschaft ist die, y ist nichts anderes als h verknüpft mit z oder h von z oder ausgeschrieben y von klein Omega ist h von z von klein Omega für jedes klein Omega aus groß Omega. Man nennt diese Funktion h eine Faktorisierung dieser bedingten Erwartung. Wir werden da später noch drauf zurückkommen, aber erstmal ist das hier eine Genau-Dann-Wenn-Beziehung und die wollen wir erstmal beweisen. Beweis. Sehen wir uns erstmal die Richtung an von, A, von B nach A. Also wenn wir so eine messbare Funktion H haben mit dieser Eigenschaft, dann behaupte ich, der Beweis ist sofort erbracht, nämlich Stichwort die Verkettung messbarer Funktionen ist messbar. Nun warum? Ist das hier so? Ich zeige Ihnen mal hier ein Diagramm. So, was sieht man hier? Man sieht, links sieht man die Grundmenge Omega und auf dieser ist jetzt diese Sigma-Algebra z hoch minus 1 von a'. Rechts oben sieht man Omega-a', diesen messbaren Raum und die Abbildung z, die natürlich von Omega nach Omega' geht, aber die eben messbar ist. Das bedeutet, die Urbilder von diesen Mengen aus a' liegen natürlich alle in z hoch minus 1 von a'. Das heißt, wir haben hier eine messbare Abbildung z von Omega nach Omega'. Jetzt sehen Sie rechts den Pfeil nach unten, die Funktion h, die geht von Omega nach, von Omega', Entschuldigung, nach r quer. Und die Urbilder der Mengen aus b quer liegen alle in a'. Das heißt, die ist messbar. Das ist die Voraussetzung hier. A' b quer messbar. Und jetzt kommt die Verkettung. Das bedeutet die Verkettung. H verknüpft mit z, also erst wird z angewandt und dann h, ist wirklich eine messbare Abbildung. Und zwar jetzt die Ausgangs-Sigma-Algebra z hoch minus 1 von a' und dann b quer. Und Sie sehen, die Verkettung soll ja y sein. Und damit ist y messbar im Sinne von a. Das heißt, diese Richtung ist besonders einfach. Nun, wie sieht das mit der Umkehrung aus? A, aus a soll b folgen. Jetzt müssen wir aus dieser Messbarkeitseigenschaft in a, müssen wir jetzt so eine Funktion finden. Es gibt eine. Wir müssen sie konstruieren. Nun, die erste Überlegung ist immer die, können wir uns das Leben ein bisschen einfacher machen?
Ich behaupte, wir wenden erstmal algebraische Induktion an. Wir starten mit einfachen Funktionen und tasten uns hoch. Nun, OBDA, das ist immer eine Überlegung, nehmen wir an, y ist größer gleich 0 als Zufallsvariable. Nun, die Frage habe ich oft gestellt, warum reicht das, OBDA y als größer gleich 0 anzunehmen? Nun, die Antwort haben wir schon oft gegeben, wenn das nicht wäre, dann könnte ich y schreiben als Positivteil y plus minus Negativteil y minus. Und y plus und y minus sind aber nicht negativ. Und wenn ich für y plus eine Funktion gefunden hätte, ich nenne sie jetzt mal h1, und für y minus auch eine Funktion h2 in dem obigen Sinne, dann kann ich natürlich für y nehmen gerade die Differenz h1 minus h2, wie man sich unschwer überlegt. So, das bedeutet, aus diesem Grunde reicht es, y als größer gleich 0 anzunehmen. Nun, ein Spezialfall hier dieser nicht negativen messbaren Funktionen sind Elementarfunktionen. Starten wir mal mit einer Elementarfunktion. Wir schreiben y dort als eine Summe, eine endliche Summe. Jetzt sehen Sie Faktoren Alpha j, die seien nicht negativ reelle Zahlen. Und dann Indikatoren von Ereignissen a j. Und wir müssen natürlich jetzt die Messbarkeit voraussetzen von y. Y ist messbar, und zwar bezüglich z hoch minus 1 von a'. Das heißt, die aj können jetzt nicht beliebig sein. Sie müssen dort drin liegen. Sie müssen alle von der Bauart sein, dass es Urbilder sind. Z hoch minus 1 von Mengen aus dieser Sigma-Algebra, kalligraphisch a'. Also die Alphas sind erstmal nicht negative reelle Zahlen, aber jetzt kommt die Bedingung, die ich gerade sagte, aj ist eben, kann man schreiben als z hoch minus 1 von aj', wobei aj' in der Sigma-Algebra kalligraphisch a' ist. Das ist eine Elementarfunktion. So, ich behaupte, zu dieser Elementarfunktion kann ich direkt ein h angeben, sodass y h verknüpft mit z ist. Na, wie folgt. Also erstmal, das ist eine Elementarfunktion. Was setze ich? Ich setze einfach h an als Funktion auf Omega Strich und die gleiche Summe j von 1 bis k, dann diese Vorfaktoren Alpha j und jetzt nehme ich einfach den Indikator dieser Menge aj Strich, die dort mit aj in Verbindung steht. Ich behaupte, dann gilt y gleich h verknüpft mit z. Also nochmal für jedes klein Omega, y von Omega ist h von z von Omega. So, das Entscheidende ist natürlich, dass man sich überlegt, dass das mit den Indikatoren harmoniert. Wann ist denn der Indikator a'? Na, Sie sehen, das ist h. H, da steckt der Indikator von aj' drin. Den muss ich bilden an der Stelle z von Omega, denn in h wird z von Omega eingesetzt. Wann ist der Indikator a' von z von Omega 1? Das ist genau dann der Fall, wenn z von Omega in aj' ist. Aber z von Omega in aj', schauen Sie sich das an, wie aj eine Zeile drüber mit aj' zusammenhängen. Z von Omega in aj' heißt nichts anderes, dass Omega im Urbild ist, in z hoch minus von 1 von aj', und das ist aj. Das bedeutet, genau dann ist der Indikator aj gleich 1. Und das ist die Bildung von y. Da steht rechts dieser Indikator aj in der Linearkombination. So, das bedeutet, für so eine Elementarfunktion haben wir das direkt eingesehen. Es gilt also für jede Elementarfunktion. Nun, wie kommen wir jetzt zu einer beliebigen nicht negativen messbaren Funktion? Nun, wenn wir so ein y größer gleich 0 haben, dann wissen wir schon aus der Integrationstheorie, es gibt eine Folge von Elementarfunktionen, die möchte ich jetzt yn nennen, die von unten punktweise gegen y konvergiert. Also für jedes n gilt yn kleiner gleich yn plus 1 und der Limes yn ist y. So, das heißt, die yn sind Elementarfunktionen. Zu jedem yn haben wir aber jetzt ein h konstruiert, das nenne ich mal hn. Das heißt, yn können wir schreiben nach den bisherigen Überlegungen als hn verknüpft mit z. Naja, das sind alles, die hn sind Funktionen auf Omega Strich, a Strich bequer messbar. Und was wir jetzt natürlich machen, yn konvergiert von unten gegen y. Das heißt, wir können einfach
schreiben das Y ist H verknüpft mit Z und das H ist nichts anderes als, als der Limes dieser HN und wegen der Monotonie kann ich auch schreiben Supremum der HN über N größer gleich 1. Das heißt, wir haben dann uns so eine Funktion H konstruiert, auch als Limes von Funktion HN, die wir vorher zu den Elementarfunktionen konstruiert haben und damit ist der Beweis hier vollständig erbracht, also Faktorisierungslemma. Wir werden das Lemma jetzt mal direkt anwenden. Definition und Folgerung. Wir starten mit einem Wahrscheinlichkeitsraum, Omega AP. Wir haben einen messbaren Raum, Omega Strich, mit einer Sigma-Algebra A Strich darauf. Und wir haben eine A Strich messbare Abbildung Z von Omega nach Omega Strich. Sie sehen also, es ist ein bisschen mehr Struktur drin als vorher. Also eine Sigma-Algebra über Omega, noch ein Wahrscheinlichkeitsmaß und auch Messbarkeit von diesem Z. Dann setzen wir noch an, wir haben eine Zufallsvariable X, die sei integrierbar. Eine Zufallsvariable auf Omega, Erwartungswert möge existieren. So, und jetzt können wir Folgendes bilden. Wir sehen eine neue Notation. Wir sehen E von bedingte Erwartung von X. Und jetzt steht da nach dem Bedingungsstrich keine Sigma-Algebra, sondern dieses Z. So, was ist damit gemeint? Ich muss es definieren. Und gemeint damit ist nichts anderes als die bedingte Erwartung von X gegeben Sigma von Z. Das ist jetzt wohl definiert. Bedingte Erwartung von X gegeben eine Teil-Sigma-Algebra von A. Und das Sigma von Z ist eine Teil-Sigma-Algebra von A, weil das Z messbar ist. Okay. Wir nennen das bedingter Erwartungswert von x gegeben z oder bedingte Erwartung von x gegeben z oder auch unter der Bedingung z. Also diese Sprechweisen sind alle üblich. Okay, man sieht, das ist jetzt wohl definiert. Und diese Bezeichnung ist natürlich jetzt suggestiv. Wir haben zumindest eben in dem Beispiel gesehen, die bedingte Erwartung von x unter Sigma von z ist eine messbare Funktion von Z und eben haben wir das Faktorisierungslemma gehabt. Das macht also Sinn. So, das Entscheidende ist, also erstmal machen wir einen Spezialfall, bevor ich weitermache. Wenn Omega Strich A Strich speziell der R auch K ist mit den Borel-Mengen, Spezialfall, dann ist das Z ein Vektor. Zufallsvektor, k-dimensional und dann kann ich die Komponenten dort angeben. Das heißt, Sie sehen die Komponenten sind dann mit Z1 bis ZK bezeichnet als reelle Zufallsvariablen. Und dann schreibt man auch die bedingte Erwartung von X gegeben Z1 und so weiter bis ZK ist nichts anderes als die bedingte Erwartung von X gegeben Z. In dem Sinne wie oben. So, jetzt kommt das, auf das ich eben schon hinaus wollte. Nach Satz 9.15, das war das Faktorisierungslemma, ist diese bedingte Erwartung eine messbare Funktion H von Z. Das ist eben hier das Entscheidende. Das heißt, diese bedingte Erwartung von X gegeben Z können wir schreiben als H verknüpft mit Z oder H von Z. Und diese Funktion H, die auf Omega Strich definiert ist und numerisch ist, die hat einen Namen, sie heißt eine Faktorisierung dieser bedingten Erwartung. Sehen, wenn Sie das vielleicht sich deuten sollen, warum Faktorisierung, deuten Sie vielleicht dieses Verknüpfungszeichen als ein Multiplikationszeichen. Also es ist ein Faktor, H verknüpft mit Z. Daher können sich vielleicht den Namen ein bisschen herleiten. Also man nennt die Funktion eine Faktorisierung dieser bedingten Erwartung. So, und nun die von Z erzeugte Sigma-Algebra ist ja die Menge aller Urbilder aus der Sigma-Algebra A' unter Z, also kurz Z hoch minus 1 von diesem Mengensystem kalligraphisch A'. Dann gilt jetzt eine Eigenschaft, und zwar für jedes A' in dieser Sigma-Algebra, kalligraphisch A' gilt. Und ich bilde mal das Integral dieser Funktion H bezüglich der Verteilung von Z. Sie sehen Z, ganz oben ist eine Abbildung von Omega nach Omega' messbar. Wir haben dort eine Verteilung von Z auf dieser Sigma-Algebra A' über Omega'.
Und wir haben die Funktion h darauf, messbar. Und wir bilden das Integral über so eine Menge a' in der Sigma-Algebra. So, die erste Überlegung ist die, wir transformieren dieses Integral, nämlich Sie sehen z hoch minus 1 von a' und dann steht hier h verknüpft mit z und dann dp. Wir haben also das z runtergeholt und das Integral ist jetzt über eine Teilmenge von Omega und diese Identität ist nichts anderes als ein Transformationssatz für Integrale, den wir ganz zu Beginn der Vorlesung gehabt haben. Denken Sie daran, das allererste Integral über a' könnten wir auch schreiben als Integral über Omega' und dann den Indikator von a' reinnehmen hinter das Integral. Und genauso beim zweiten Integral können wir auch schreiben, das ist ein Integral über Omega und dann schreiben wir den Indikator von z hoch minus 1 von a' als Faktor vor dieses h verknüpft mit z. So. Wir schreiben jetzt das h verknüpft mit z. Da sieht man, das ist jetzt die bedingte Erwartung von x gegeben z. Und die haben wir definiert als bedingte Erwartung von x gegeben Sigma von z. Und das schreiben wir jetzt. Wir schreiben gleiches Integral und jetzt schreiben wir nur bedingte Erwartung von x gegeben Sigma von z dp. So, wenn man sich das jetzt ansieht, diese bedingte Erwartung von x gegeben Sigma von z, die integrieren wir, diese Zufallsvariable, über diese Menge z hoch minus 1 von a'. Aber diese Menge, über die wir integrieren, ist in Sigma von z. Das haben wir allgemein gelernt. Wenn wir die bedingte Erwartung von x, gegebene Subsigma-Algebra g, nehmen und integrieren über irgendeine Menge aus g, dann kommt da das gleiche Integral raus, als wenn wir x integrieren über die Menge. Das bedeutet, das ist das Integral von x über die Menge bezüglich p. Und das gilt für jede Menge a' in dieser Sigma-Algebra. Und das ist eben die entscheidende charakterisierende Gleichung für die bedingte Erwartung. Man sieht also, die Funktion h erfüllt hier eine gewisse Eigenschaft, wenn man von ganz links nach ganz rechts guckt. Und das zeichnet die Funktion h auch aus. Und sie ist damit im Wesentlichen eindeutig bestimmt. Nämlich Folgendes sollte man beachten. Die Funktion h ist bestimmt mit Wahrscheinlichkeit 1 bezüglich der Verteilung von z. Sie sehen, links wird ja integriert bezüglich der Verteilung von z. Wir wissen, Integranten können wir dann abändern auf Nullmengen und die Integrale ändern sich nicht. Also was bedeutet das? Jetzt kommt die Begründung. Wenn ich eine andere Funktion g hätte auf Omega' nach r quer, eine weitere Faktorisierung, dann würde natürlich, wenn ich die ganz links einsetze, das gleiche rauskommen, nämlich ganz rechts Integral x dp über z hoch minus 1 von a'. Es würde also gelten, und jetzt kommt schon die Begründung, wir hatten dort einen Satz gehabt, 1,23, es würde gelten, Integral über a' g bezüglich der Verteilung von z integriert, ist Integral über a' und jetzt h bezüglich der Verteilung von z integriert, und zwar für jede Menge a' in der Sigma-Algebra. Und hieraus folgt eben nach allgemeinen Sätzen der Maßtheorie, diese beiden Integranden g und h stimmen mit Wahrscheinlichkeit 1 überein bezüglich der Verteilung von z. Also nur auf einer Nullmenge bezüglich der Verteilung von z können sie sich überhaupt unterscheiden. Na, man sieht also hier, was die bedingte Erwartung jetzt ist von x gegeben z. Das ist also eine messbare Funktion. Wir werden später auch sehen, wie man das dann ausrechnen kann. Da kommen wieder bedingte Verteilungen ins Spiel, die wir gehabt haben. Wir machen an dieser Stelle mal weiter. Ich habe nochmal als Memo aufgeführt, diese Gleichung Integral über a', jetzt wird h integriert bezüglich der Verteilung von z und da kommt das raus. Also h verknüpft mit z wird integriert bezüglich p über diese Menge z hoch minus 1 von a'. Und das ist eben das gleiche wie das Integral von x dp über diese Menge für jedes a' in der Sigma-Algebra, kalligraphisch a'. Okay. So, jetzt kommt eine wichtige Definition, auch eine Bemerkung. Jetzt sehen Sie bedingter Erwartungswert unter Groß Z gleich Klein Z. Und das hatten wir schon in der Einführungsvorlesung gehabt. Wenn Z ein Zufallsvektor war,
Und da kommt dann eine Zahl raus, ein bedingter Erwartungswert von einer Zufallswahl unter der Bedingung Groß Z gleich Klein Z im Gegensatz zu unter der Bedingung Groß Z. Das ist eine Zufallsvariable. So, was ist das jetzt hier? So, wenn wir in der Situation, die wir eben hatten, wenn H' dort eine Faktorisierung ist dieser bedingten Erwartung von X gegeben Z, also die Situation von eben liegt wieder zugrunde. So, und jetzt haben wir eben, Sie sehen, den Erwartungswert von X. Jetzt kommt der Bedingungsstrich unter der Bedingung Groß Z gleich Klein Z. So, was soll das sein? Das ist nichts anderes als dieses H von Z, dessen Existenz wir kennen. Heißt, bedingter Erwartungswert oder ein bedingter Erwartungswert von X unter der Bedingung Groß Z gleich Klein Z. Immer dran denken, diese Funktion ist nur bestimmt mit Wahrscheinlichkeit 1 bezüglich der Verteilung von Z. Wir könnten vielleicht auch einen anderen haben, aber die unterscheiden sich dann wirklich nur auf einer Nullmenge. Deshalb eine vorsichtige Schreibweise, ein bedingter Erwartungswert von X unter der Bedingung Groß Z gleich Klein Z. So, wir wissen, diese Funktion H von Z, also jetzt diese neue Schreibweise, Notation e von x unter der Bedingung Groß Z gleich Klein Z, ist p fast sicher bestimmt durch folgende Gleichung. Wir schreiben nochmal die charakterisierende Gleichung hin. Nun, die ist eben Integral über a'. Und jetzt kommt die Funktion h von Klein Z, also dieser bedingte Erwartungswert von x unter der Bedingung Groß Z gleich Klein Z, integriert bezüglich der Verteilung von Z. Wir wissen, dieses Integral können wir natürlich sehr bequem ausrechnen, je nachdem, wie diese Verteilung aussieht. Wenn es zum Beispiel eine diskrete Verteilung ist, dann wissen wir, da kommen Summen raus. Wenn diese Verteilung von Z vielleicht eine Dichte hat, nehmen wir mal, Z ist ein Zufallsvektor, k-dimensionaler und hat vielleicht eine Dichte, dann rechnen wir ein ganz normales Integral aus. So, jetzt kommt die charakterisierende Gleichung nochmal. Integral z hoch minus 1 von a' und jetzt steht hier x dp und zwar für jedes a' in der Sigma-Algebra kalligraphisch a'. Das ist die charakterisierende Gleichung, die eben diese Funktion mit Wahrscheinlichkeit 1 bezüglich der Verteilung von z charakterisierende Gleichung. Wir machen mal Folgendes. Wir setzen mal in diese Gleichung speziell für das a' eine Menge ein. Und zwar setzen wir mal ein, speziell für a' die Menge Omega'. So, was passiert dann? Dann schauen wir erstmal auf die rechte Seite. Da steht, es wird integriert über z hoch minus 1 von a'. Und wenn a' Omega' ist, das Urbild z hoch minus 1 von Omega' ist Omega. Okay, das heißt, rechts steht das Integral über Omega x dp. Aber das ist nach Definition der Erwartungswert von x. Also, die rechte Seite ist in dem Fall der Erwartungswert von x. So, was ist die linke Seite? Nun, da wird jetzt integriert über Omega Strich. Da steht also Integral über Omega Strich und jetzt steht da, dieser bedingte Erwartungswert von x gegeben Groß Z gleich Klein Z wird integriert bezüglich der Verteilung von Z. Die Bildung haben wir schon gehabt in der Einführungsvorlesung bei diskreten Verteilungen. Man sieht, ich kann einen Erwartungswert einer Zufallsvariable, wenn sie vielleicht kompliziert ist, kann ich in zwei Schritten berechnen. Wenn ich vielleicht den Erwartungswert von x sehr einfach angeben kann unter der Bedingung, dass Groß Z gleich Klein Z ist, den dann ausrechnen kann, dann habe ich diese Funktion im Integranten. Und wenn ich die schön einfach integrieren kann bezüglich der Verteilung von Z, dann habe ich den Erwartungswert von x. Das haben wir genannt iterierte Erwartungswertbildung. Und das wollen wir auch hier so nennen. Ich möchte diesen Spezialfall nochmal vorstellen. Naja, Beispiel, Z ist diskret verteilt. So, das bedeutet, wenn eben diese abstraktwertige Zufallsvariable, das muss nicht mal ein Zufallsvektor sein, Werte zj annimmt mit positiven Wahrscheinlichkeiten und die Summe der angenommenen Werte ist 1, dann kommt Folgendes raus, der Erwartungswert von x und jetzt geht das Integral in eine Summe über, Summe j größer gleich 1. So, dann steht hier,
der bedingte Erwartungswert von x unter der Bedingung groß z gleich klein z j. Und dieses Ereignis hat eine positive Wahrscheinlichkeit und dann ist das sogar ein elementarer bedingter Erwartungswert, wie wir ihn schon in der Einführungsvorlesung im Wintersemester gehabt haben. Und das wird eben multipliziert mit der Wahrscheinlichkeit, dass z gleich z j ist. Das heißt, so erhält man den Erwartungswert von x. Also, ich kann hier zitieren, die Einführungsvorlesung vom Wintersemester. Ich möchte nochmal das Memo, das, was wir gerade hatten, als Memo angeben, also das Integral über a' bedingter Erwartungswert von x unter der Bedingung groß z gleich klein z integriert bezüglich der Verteilung von z ist dieses Integral von x dp über z durch minus 1 von a'. Das war die charakterisierende Gleichung und wir haben eben speziell a' gleich omega' eingesetzt. So, jetzt möchte ich auf folgenden Punkt raus. Wir haben ja früher schon bedingte Wahrscheinlichkeiten eingeführt. P von A unter der Bedingung B, wenn die Wahrscheinlichkeit von B positiv ist, ist P von A geschnitten B durch P von B. So, wir können das jetzt auf einer höheren Ebene machen. Wir haben wieder die Situation in 9,16 zugrunde liegen. Und Sie sehen, für jede Menge A in der Sigma-Algebra A schreibe ich jetzt was hin. Ich schreibe jetzt hin, eine bedingte Wahrscheinlichkeit soll das sein von A. Aber jetzt sehen Sie nach dem Bedingungsstrich kein Ereignis B, sondern eine Zufallsvariable Z. So, wie ist das definiert? Nun, zunächst mal sage ich im ersten Schritt, ich definiere das als die Wahrscheinlichkeit von A gegeben die von Z erzeugte Sigma-Algebra. Auch das macht jetzt wenig Sinn, aber wir erinnern uns jetzt wieder an etwas, was wir schon in der Einführungsvorlesung hatten, nämlich die Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses A ist nichts anderes als der Erwartungswert der Indikatorfunktion von A. Auch hier sagen wir, das ist jetzt definiert als der Erwartungswert Indikator von A, jetzt gegeben Z. Jetzt sehen wir, jetzt haben wir eine Zufallsvariable x, das ist der Indikator von a. Und gegeben z, könnten wir auch schreiben, gegeben Sigma von z. Also darauf wird hier eine bedingte Wahrscheinlichkeit von a unter der Bedingung z zurückgeführt. So, das ist natürlich jetzt keine Zahl, sondern wir wissen, das ist eine Zufallsvariable. Erwartungswert Indikator a, gegeben z, ist eine messbare Funktion von z. Also erstmal nennt man das eine bedingte Wahrscheinlichkeit von A unter Z oder unter der Bedingung Z. Das ist also beides dann möglich. So, jetzt wird das Z spezifiziert und zwar wir geben eine mögliche Realisierung an. Jetzt steht hier P von A und wieder der Bedingungsstrich groß Z gleich klein Z. So, hier kommen jetzt Zahlen raus. Das wäre eine ganz elementare bedingte Wahrscheinlichkeit, wenn das Ereignis groß Z gleich klein Z eine positive Wahrscheinlichkeit hat. Aber im Allgemeinen hat es das nicht mehr. Und dann kommt es darauf an, was dies hier als Funktion von Z macht. Also das ist jetzt definiert als bedingter Erwartungswert von der Zufallsvariablen Indikator A unter der Bedingung groß Z gleich klein Z. Das haben wir eingeführt. Das war diese Faktorisierung. Das nennt man jetzt eine bedingte Wahrscheinlichkeit von A unter groß Z gleich klein Z oder unter der Bedingung groß Z gleich klein Z. Wir sehen also, es ist nur ein Spezialfall. Für die Zufallsvariable X wird hier eingesetzt Indikator von A. So, was bedeutet jetzt diese charakteristische Gleichung in diesem Spezialfall, die da oben nochmal im Memo steht? Was bedeutet die? Nun, wir setzen ein für das x da oben den Indikator von a. So, was kommt raus? Dann sehen wir uns mal die rechte Seite an. Auf der rechten Seite, ich würde also hier schreiben, den Indikator von a für das x. Und dieser Indikator wird integriert über eine Menge. Aber das bedeutet natürlich auf der anderen Seite, Integral über irgendeine Menge heißt Integral über den ganzen Raum, Indikator von der Menge.
Das heißt, auf der rechten Seite wird über ein Produkt von zwei Indikatorfunktionen integriert, nämlich Indikator a mal Indikator z hoch minus 1 von a Strich. Und wir wissen, das Produkt von zwei Indikatorfunktionen ist Indikator des Schnittes. Und der Schnitt ist eben das Ereignis a geschnitten mit diesem z hoch minus 1 von a Strich. Und für z hoch minus 1 von a Strich schreiben wir auch ganz gerne das Ereignis z Element a Strich, also die Menge aller klein Omega mit der Eigenschaft z von Omega in a Strich. Das heißt, auf der rechten Seite steht Integral über einen Indikator, das ist eine Wahrscheinlichkeit. Nämlich Wahrscheinlichkeit von a geschnitten z Element a Strich. Schreiben wir gleich hin. Nun, was steht links? Links sieht man natürlich, für x setze ich ein den Indikator von a und da habe ich nur die neue Schreibweise für. Und wenn wir das machen, erhalten wir Folgendes. Links würde stehen Integral über a Strich. Und jetzt haben wir diese neue Schreibweise p von a unter der Bedingung z gleich z wird integriert bezüglich z. Okay. Und was haben wir gesehen? Auf der rechten Seite steht hier eine Wahrscheinlichkeit. Jetzt kommen nochmal die beiden Ereignisse. Das eine war das Ereignis a, nämlich für x steht Indikator von a. Und das andere Ereignis, was jetzt mit a geschnitten wird, ist z hoch minus 1 von a Strich oder anders geschrieben, das Ereignis z Element a Strich. Und diese Gleichung gilt für jedes a Strich in unserer Sigma-Algebra kalligraphisch a Strich. Das ist die charakterisierende Gleichung. So, auch hier können wir mal für a Strich speziell den ganzen Raum einsetzen. Machen wir das mal. A Strich setzen wir Omega Strich. So, sehen wir uns mal erst die rechte Seite an. Wenn a' gleich Omega' ist, nun z-Element Omega' oder mit anderen Worten die Menge aller klein Omega mit z von Omega-Element Omega', nun das ist der ganze Raum, denn z ist eine Abbildung von Omega nach Omega'. Also steht auf der rechten Seite p von a geschnitten Omega und a geschnitten Omega ist a. Also steht rechts p von a. Schreiben wir das erstmal hin. So, was steht links? Links steht Integral über ganz Omega'. Okay, dann diese bedingte Wahrscheinlichkeit von a unter der Bedingung groß z gleich klein z und dann wird integriert bezüglich der Verteilung von z. Tja, das ist interessant. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit von a kann ich bekommen durch ein Integral über bedingte Wahrscheinlichkeiten. So, haben wir sowas schon mal gehabt? Aber wenn Sie jetzt an Spezialfälle denken. Stellen Sie sich vor, dass z, dieser Zufallsvektor, nimmt jetzt endlich oder absehbar unendlich viele Werte an mit positiven Wahrscheinlichkeiten, dann sind diese bedingten Wahrscheinlichkeiten ganz normale bedingte Wahrscheinlichkeiten und dann geht das über in etwas, was wir schon hatten. Also erstmal gilt diese Gleichung für jedes a natürlich in a, für jedes Ereignis. Und das, was ich eben sagte, wollen wir uns jetzt vornehmen, nämlich nochmal als Memo. Die Wahrscheinlichkeit von a können wir als Integral darstellen, okay? Und jetzt kommt der Spezialfall, nämlich wenn z diskret verteilt ist, das ist das, was ich eben schon ansprach in der Einführungsvorlesung, dann nehmen wir an, z nimmt die Werte zj an mit strikt positiver Wahrscheinlichkeit, endlich oder absehbar unendlich viele Werte. Ich schreibe mal j größer gleich 1, das darf durchaus abbrechen. Und die Summe der Wahrscheinlichkeiten muss 1 sein, dann gilt jetzt p von a, das Integral wird eine Summe. Summe j größer gleich 1, Wahrscheinlichkeit von a unter der Bedingung z gleich zj mal die Wahrscheinlichkeit z gleich zj. So, und das hatten wir in der Einführungsvorlesung, es hat sogar einen Namen gehabt. Wir haben damals Folgendes betrachtet, wir haben gesagt, naja, wenn die Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses a zu kompliziert ist, aber wir haben eine Zerlegung des Grundraums in irgendwelche Ereignisse a1, a2, a3 und so weiter, die sich paarweise ausschließen und deren Vereinigung den ganzen Raum ergibt, es reicht aber, die Summe der Wahrscheinlichkeiten muss 1 sein, dann haben wir eine Formel von der totalen Wahrscheinlichkeit gehabt. Nämlich, wir haben für das Ereignis a nur b geschrieben. Da stand p von b ist Summe j größer gleich 1, p von b unter der Bedingung aj, aj ist hier z gleich zj.
mal Wahrscheinlichkeit von aj, also Wahrscheinlichkeit z gleich zj. Sie sehen also, das ist hier eine Verallgemeinerung der Formel von der totalen Wahrscheinlichkeit. Okay. So, ich möchte nochmal als Memo diese Gleichung vorstellen. Integral über a' über diese bedingte Wahrscheinlichkeit integriert bezüglich z ist eben diese Wahrscheinlichkeit des Schnittes a geschnitten, z-Element a' für jedes a'. Ich nenne das mal kurz cg. Cg steht für charakteristische Gleichung. Also dadurch ist auch dieser Integrant links mit Wahrscheinlichkeit 1 bezüglich der Verteilung von z festgelegt. Folgendes sollte man beachten. Wenn wir hier paarweise disjunkte Mengen haben in der Sigma-Algebra A, ich nenne sie mal A1, A2, und wir haben eine Menge A' in der Sigma-Algebra kalligraphisch A', dann gilt. Und zwar betrachte ich mal das Integral über A' und setze jetzt für die Menge A, die dort im Memo steht, die Vereinigung der AJs ein. Das heißt, ich schreibe bedingte Wahrscheinlichkeit einfach dieser Vereinigung der AJ für die Summe schreibe, weil die paarweise disjunkt sind, unter der Bedingung Groß Z gleich Klein Z integriert bezüglich der Verteilung von Z. Und schauen Sie ins Memo. Das muss gleich sein. Die Wahrscheinlichkeit für A setzt sich wieder ein, die Summe der AJ, J von 1 bis unendlich, geschnitten, Ereignis Z-Element A'. Ich habe also hier nur die charakteristische Gleichung angewandt. Ich will mal ein bisschen weiter rechnen. Sie sehen, jetzt haben wir nur Wahrscheinlichkeiten. Wir haben dort eine abziehbare Vereinigung von paarweise disjunkten Mengen auf der rechten Seite, geschnitten Z-Element A'. Nun, es gilt das Distributivgesetz. Ich könnte auch diese Klammer da weglassen. Summe J von 1 bis unendlich der Schnitte AJ geschnitten Z-Element A'. Und auch die Mengen sind paarweise disjunkt für verschiedene J, diese AJ geschnitten Z-Element A'. So, und dann weiß ich natürlich, unser P ist Sigma-additiv. Ich darf die Summe nach vorne ziehen. Das heißt, ich darf schreiben, Summe J von 1 bis unendlich und jetzt P von AJ geschnitten Z-Element A'. Hier wurde nur die Sigma-Additivität von P ausgenutzt. So, wenn wir uns jetzt aber den J-Summanden da ansehen, P von AJ geschnitten Z-Element A', dann sehen wir, oh, das ist genau das, was im Memo oben rechts steht. Da steht P von A geschnitten Z-Element A'. Ich muss nur für A AJ einsetzen. Und das machen wir. Und schreiben jetzt dafür hin, was dann oben links im Memo steht. Das ist also Summe J von 1 bis unendlich. Und dann dürfen wir schreiben Integral über A'. Und jetzt P von AJ unter der Bedingung Groß Z gleich Klein Z integriert bezüglich der Verteilung von Z. Wir haben also jetzt für jedes J, für jedes AJ, die charakteristische Gleichung angewandt. Jetzt sieht man sich mal die Integranten an. P von AJ unter der Bedingung Z gleich Z. Das sind auf jeden Fall mit Wahrscheinlichkeit 1 sind diese P von AJ unter der Bedingung Z gleich Z größer gleich 0. Und Sie sehen, wir haben eine Summe von solchen Integralen. Jetzt ist die Frage, darf ich Integral und Summe vertauschen? Das heißt, ich schreibe die Summe, das Integral nach vorne, Entschuldigung, und dann schreibe ich die Summe dieser P von AJ unter der Bedingung Z gleich Z und integriere sie. Ja, das darf ich machen. Hier geht wieder ein wichtiger Satz ein der Maß- und Integrationstheorie. Das ist der Satz von der monotonen Konvergenz. So, wenn man das jetzt vergleicht mit dem, wovon wir ausgegangen waren, dann sieht man, und für jede Menge A' in der Sigma-Algebra kalligraphisch A' ist das Integral über die bedingte Wahrscheinlichkeit der Summe der AJ unter der Bedingung Z gleich Z gleich dem Integral über Summe der P von AJ unter der Bedingung Z gleich Z. Und jetzt kommt nochmal die charakterisierende Gleichung. Wir können jetzt schließen, diese Integranden, die beiden, müssen P fast sicher bezüglich der Verteilung von Z übereinstimmen. Das heißt, es muss gelten, die bedingte Wahrscheinlichkeit J von 1 bis unendlich AJ unter der Bedingung Groß Z gleich Klein Z muss gleich Summe der einzelnen bedingten Wahrscheinlichkeiten der AJ sein unter der Bedingung Groß Z gleich Klein Z summiert von J von 1 bis unendlich und zwar für P oben Z fast alle Klein Z.
Oh, das Problem ist ganz einfach, die Ausnahmemenge, für die das nicht gelten muss, hängt im Allgemeinen von dieser Folge ab. Schön wäre natürlich, wenn diese Ausnahmemenge dann völlig unabhängig von der Folge wäre, wenn wir dort sozusagen dann sagen könnten, naja, für PZ fast alle Z, ganz egal, welche Mengen ich jetzt wähle, paarweise disjunkt, dann gilt immer diese Gleichung. Ich möchte das nicht weiter vertiefen, ich will aber sagen, diese Ausnahmemenge hängt im Allgemeinen von der Folge ab, okay, das ist das, was ich gerade sagte, aber die Frage ist, gibt es eine Nullmenge N bezüglich der Verteilung von Z, sodass für jedes Z außerhalb der Nullmenge, das heißt jetzt mit Wahrscheinlichkeit 1 bezüglich der Verteilung von Z, hier wirklich diese Gleichung gilt, das heißt die Zuordnung, dass ich einer Menge A in unser Sigma-Algebra A zuordne, diese bedingte Wahrscheinlichkeit von A unter der Bedingung Groß Z gleich Klein Z ein Wahrscheinlichkeitsmaß ist. Insbesondere dann natürlich Sigma-additiv ist. Also ganz egal, welche Mengen ich dort einsetze, paarweise disjunkt, dass dann die Gleichung gilt, die vier Zeilen drüber steht. Also die Antwort ist, das gibt es sogar unter allgemeineren Voraussetzungen. Hier geht eine Eigenschaft ein, Separabilität. Man nennt sowas, was dann entsteht, eine reguläre bedingte Wahrscheinlichkeitsverteilung. Ich möchte das aber nicht vertiefen. Ich möchte nur sagen, wir haben sowas auch schon gehabt. Und ich möchte nochmal darauf zurückkommen, auf das, was wir gehabt haben und dass wir sehen, es geht in vielen Fällen, die uns dann später auch beschäftigen werden. Also nochmal als Memo, das war das, was wir in Satz 8.14 hatten, Zerlegung einer gemeinsamen Verteilung. Hier haben wir Zufallsvektoren, Z und X, und die Dimensionen können unterschiedlich sein. Wir haben sie damals K und L genannt. Und dann haben wir gesehen, es gibt eine Übergangswahrscheinlichkeit, P oben X unten Z, vom R hoch K, B hoch BK von den Borel-Mengen in den R hoch L mit den Borel-Mengen mit der Eigenschaft, und jetzt kommt es, die gemeinsame Verteilung von Z und X. Z ist dieser K-dimensionale Zufallsvektor und X der L-dimensionale. Also insgesamt haben wir einen K plus L-dimensionalen Zufallsvektor. Kann ich schreiben als Verknüpfung, wir haben das Koppelung genannt, der Marginalverteilung von Z. Und jetzt mit dieser Übergangswahrscheinlichkeit, mit diesem Markov-Kern, haben wir den auch genannt, P oben X unten Z. Wir schreiben nochmal auf, was war das, was bedeutet das? Naja, dieses P oben X unten Z hat zwei Argumente. Wir sehen das erste Argument, das sind die Realisierungen von diesem Groß-Z, das sind Elemente aus dem R hoch K. Und für jedes feste Klein-Z entsteht jetzt, Sie sehen, das Argument dort ist ein Punkt, da kann ich Borel-Mengen einsetzen im R hoch L. Es entsteht ein Wahrscheinlichkeitsmaß auf den Borel-Mengen des R hoch L. Und zwar ganz egal, wie ich das Z wähle aus dem R hoch K. Das ist die eine Eigenschaft. Und die andere ist die, wenn ich aus dem R hoch K mir ein Z hernehme und das dann abbilde auf, jetzt sehen Sie dieses P oben X unten Z, Z und nehmen jetzt hier eine feste Borel-Menge im R hoch L, dann ist diese Abbildung, die vom R hoch K nach R geht, ist BK messbar. Das war hier die zweite wichtige Eigenschaft, und zwar ganz egal, welche Borel-Menge ich hernehme im R hoch L. So, wir haben dem Namen gegeben, wir haben gesagt, dieses P oben X unten Z heißt bedingte Verteilung von X gegeben Z. So, und dann diese Schreibweise sehen, oben X, unten jetzt Groß Z gleich Klein Z als Wahrscheinlichkeitsmaß. Hier wieder der Punkt steht für Borel-Mengen, die ich einsetzen kann. Das ist nichts anderes als dieses P oben X unten Z. Bei festem Z als Maß auf den Borel-Mengen haben wir genannt bedingte Verteilung von X unter der Bedingung Groß Z gleich Klein Z. Ja, wir haben also die bedingte Verteilung einmal gesehen als eine Funktion von zwei Argumenten, eine Übergangswahrscheinlichkeit oder Markov-Kern. Und wenn wir eins festgehalten haben, sprechen wir von einem Wahrscheinlichkeitsmaß, sprechen dann von einer bedingten Verteilung von X unter der Bedingung Groß Z gleich Klein Z. So, diese Darstellung, die wir dort oben haben, die Zerlegung der gemeinsamen Verteilung in eine Koppelung der Marginalverteilung von Z und dann dieser bedingten Verteilung von X gegeben Z, ist in folgendem Sinn eindeutig. Falls ich
eine andere Zerlegung haben könnte. Wir sehen von der gleichen Bauart Q1 verknüpft mit Q1,2, wobei das Q1 ein Wahrscheinlichkeitsmaß ist auf den Borel-Mengen des R hoch K und hier das Q1,2 eine Übergangswahrscheinlichkeit ist vom R hoch K mit Borel-Mengen in den R hoch L mit dessen Borel-Mengen, so gelten. Und die erste Eigenschaft war, das Q1 ist eindeutig bestimmt, es ist die Marginalverteilung von Z. So, die Übergangswahrscheinlichkeit, und das ist der Punkt, die ist nur fast überall eindeutig bestimmt, nämlich es gibt eine Nullmenge im R hoch K, Borel'sche Nullmenge, mit der Wahrscheinlichkeit, es ist eine Nullmenge unter der Verteilung von Z, aber außerhalb dieser Menge, für jedes Z, was jetzt im Komplement liegt, ist dieses Q1,2 Argument jetzt Z als Wahrscheinlichkeitsmaß auf den Borel-Mengen des R hoch L ist identisch mit diesem P oben X unten Z von Z, mit dieser bedingten Verteilung gegeben, Groß Z gleich Klein Z, und zwar für jedes Z, was im Komplement dieser Nullmenge ist. Das waren die wichtigen Eigenschaften. Also nochmal, das war zur Erinnerung, bedingte Verteilung. Und was wir jetzt haben ist, wir werden jetzt sehen, wir können diesen bedingten Erwartungswert ausrechnen als Erwartungswert dieser bedingten Verteilung. Übrigens, die gleiche Botschaft haben wir auch schon gehabt im diskreten Fall im vergangenen Wintersemester. Also das ist jetzt nur eine Verallgemeinerung davon nochmal. So in der Situation von Satz 8.14, das war dieses Z und das X mit der gemeinsamen Verteilung, die wir zerlegen können. Z ist jetzt ein k-dimensionaler Zufallsvektor, X sei reellwertig. So, es gelte, dass X habe einen existierenden Erwartungswert. Und dann wird behauptet, diese Funktion h von Z, diese Faktorisierung, kann ich so schreiben, Integral über R, und jetzt sehen Sie x mal, also x, und jetzt wird integriert dieses x bezüglich der bedingten Verteilung von x unter der Bedingung Groß Z gleich Klein Z dx, und zwar für jedes Z aus dem R hoch K. Und das ist, diese Funktion ist ein bedingter Erwartungswert von x unter der Bedingung Groß Z gleich Klein Z. Sie sehen, wenn Sie jetzt dieses Integral sich ansehen, es hängt ganz ab von dieser bedingten Verteilung von x. Wenn diese bedingte Verteilung von x unter der Bedingung Groß Z gleich Klein Z eine Dichte hat, die hängt natürlich dann von Z ab bezüglich des Borel-Lebesgue-Maßes, dann ist es ein ganz normales Lebesgue-Integral. Ist die bedingte Verteilung diskret, haben wir eine Summe. Ja, das Entscheidende ist, wir integrieren jetzt bezüglich eines Wahrscheinlichkeitsmaßes, was von dem kleinen Z abhängt. So sehen wir uns den Beweis an. Was müssen wir zeigen? Wir müssen zeigen, diese Funktion, die wir hier haben, erfüllt die charakteristische Gleichung für den bedingten Erwartungswert. Was war das nochmal? Nun, die charakteristische Gleichung war Integral über A'. Jetzt kommt bedingter Erwartungswert von x unter der Bedingung Groß Z gleich Klein Z. Integriert wird bezüglich der Verteilung von Z. Und das ist gleich Integral z hoch minus 1 von A' und da integriert wird x bezüglich p. Und das muss gelten für jede Menge A' in dieser Sigma-Algebra A'. Das war die allgemeine Gleichung. Die hatten wir in 9.17. Sehen wir uns das an. Also in unserem Fall kürze ich mal ab, oder ist nicht viel kürzer, aber wir sind bei einem k-dimensionalen Zufallsvektor. Das A' ist hier, taufe ich mal B, und das ist eine Menge, eine Borel-Menge im R hoch K. Ne? Z ist ein k-dimensionaler Zufallsvektor. So, und diese Sigma-Algebra ist eben dies kalligraphisch A'. So, jetzt kommt ein Trick. Ich setze mal an, eine Funktion von Z und X, T von Z und X, setze ich an als X mal, und jetzt sehen Sie, Indikatorfunktion von B verknüpft mit Z. Ein Produkt von solchen zwei messbaren Funktionen, T von Zx auf Omega. Und dann schreiben wir mal Folgendes hin. Wir schreiben mal die rechte Seite hin, Integral xdp über Z hoch minus 1 von B. Naja, ich behaupte, das ist Integral über Omega. Naja, das Entscheidende ist,
ich muss natürlich jetzt das Z doch minus 1 von B, den Indikator davon reinschreiben, also Indikator Z doch minus 1 von B als Faktor vor das X. Der Faktor ist natürlich genau dann 1, wenn das Omega in Z doch minus 1 von B ist. Aber genau dann der Fall, wenn Z von Omega in B ist. Das heißt, ich kann das so schreiben, als X mal Indikator B verknüpft mit Z dp. Denn dieser zweite Faktor, nochmal Indikator B verknüpft mit Z, ist an der Stelle Omega genau dann 1, wenn Z von Omega in B ist oder, was gleichbedeutend ist, Omega ist im Urbild von Z hoch minus 1 von B. So, wir haben jetzt dieses Integral. Und jetzt ist natürlich die Frage, kommen wir vom Grundraum Omega weg? Also erstmal, dieses Produkt, was wir hier stehen haben, ist nichts anderes als diese Funktion t von zx. Wir können also schreiben, Integral über Omega, t von zx integriert wird bezüglich p. Naja, und jetzt haben wir aber früher einen allgemeinen Satz gehabt, einen Transformationssatz für Integrale. Dieses Integral können wir auch ausrechnen über die gemeinsame Verteilung von z und x, nämlich als ein Integral bin jetzt über b Kreuz R. Das Entscheidende ist, Sie müssen auf die Indikatoren achten. Das Entscheidende ist, jetzt haben wir die Funktion t von z und x. Jetzt kommen die kleinen Argumente und jetzt wird integriert bezüglich der gemeinsamen Verteilung von z und x. Da ist die Integration. Sie sehen hinten dz, x. Das war jetzt der allgemeine Transformationssatz für Integrale. Und jetzt nutzen wir natürlich aus, dass diese gemeinsame Verteilung, die da steht, geschrieben werden kann als Koppelung. Das ist also die Verteilung von Z und dann wird gekoppelt mit dieser bedingten Verteilung und ich rechne jetzt einfach aus, dieses Integral iteriert. So, das war erstmal der Transformationssatz, kurz Trafosatz. So, ich schreibe nochmal hin, Integral B Kreuz R. Ich setze jetzt mal für tzx ein, was wir haben nach Definition. Das ist jetzt der Faktor klein x multipliziert mit, ja, ich schreibe jetzt mal hin, Indikator b von z. Das ist das Gleiche, was da oben steht. Das ist die Funktion t von klein zx. So, jetzt wird bezüglich der gemeinsamen Verteilung integriert. Und jetzt kommt diese iterierte Integration. Integral über b, das ist die Integration jetzt bezüglich der Verteilung von z. Und innen das Integral über r, jetzt wird über x integriert. Und Sie sehen hier das x. Und jetzt kommt diese bedingte Verteilung rein, x unter der Bedingung z gleich z dx. Und außen ist das Integral bezüglich z. Das ist nichts anderes hier als der Satz von Fubini für Übergangswahrscheinlichkeiten, den wir hier angewandt haben. Man sieht, das Indikator b von z ist eben, steckt schon drin in einem Integral über b. Na, wenn ich dann über den ganzen R auch k integriert hätte, hätte ich den Indikator b noch reinschreiben müssen als Faktor. Indikator b von z. So, wenn man das vergleicht, also das Entscheidende ist, die charakteristische Gleichung besagt ja, na, wovon wir ausgegangen waren, Integral x dp über dieses Urbild z doch minus 1 von b ist Integral über b h von z, integriert bezüglich der Verteilung von z. Und wir sehen, wir haben hier diesen Integranten. So, das bedeutet, dass h von z muss bezüglich der Verteilung von z gleich wirklich diesem Integranten sein, sodass wir das wirklich identifiziert haben. Na, ich habe sogar oben hingeschrieben für jedes z aus dem R auch k. Wir haben gesehen, dass man die bedingte Verteilung auf einer Nullmenge von jetzt bezüglich z beliebig definieren kann. Auf jeden Fall ist das Ergebnis, was wir erhalten haben, dass wir so einen ganz konkreten bedingten Erwartungswert ausrechnen können. So, ich möchte, das ist damit beendet, ich möchte dieses Kapitel jetzt beschließen. Zunächst mal mit einer Folgerung, danach kommt noch ein kleines bisschen was. In der Situation von dem Satz 8.14, wo wir diese Zufallsvektoren hatten, z und x, hier ist x wieder reellwertig, z ist k-dimensional, habe wieder x einen endlichen Erwartungswert. Und jetzt kommt ein Spezialfall. Sie sehen, die gemeinsame Verteilung von z und x habe eine Dichte f
bezüglich des Produktes zweier Maße μ und μ. Ich muss sagen, was μ und μ sind. μ sei ein sigma-endliches Maß und μ auch. Und zwar auf einmal das μ auf den Borel-Mengen des R hoch k und das μ auf den Borel-Mengen von R. Da schreibe ich kurz B. Also eine ziemlich allgemeine Situation. Wichtige Spezialfälle sind natürlich hier die wichtigsten, dass entweder das μ ein Borel-Lebesgue-Maß ist oder das Borel-Lebesgue-Maß dann auf dem R hoch k oder ein Zählmaß und bei nü genauso. Entweder ist nü das Lambda 1 Borel-Lebesgue-Maß auf R oder ein Zählmaß. Wir haben ja auch Kombinationen dann von Zählmaßen und solchen Borel-Lebesgue-Maßen, die wir zulassen. So weiter sei. So, Sie sehen jetzt hier eine Bezeichnung, die haben wir auch schon mal gehabt, früher sehr suggestiv. Was rauskommen soll, ist die bedingte Dichte von x gegeben Groß Z gleich Klein Z. Ich schreibe kurz f von x und so ein Bedingungsstrich Z. Das haben wir wie folgt eingeführt. Gemeinsame Dichte von Z und x, ich habe jetzt nur Argumente eingefügt, dividiert durch nun die marginale Dichte. So, das heißt, Sie sehen, ich integriere hier bezüglich y als zweites Argument, also ich darf jetzt nicht x schreiben, damit ich hier wirklich ein y habe bezüglich nü. Das heißt, das ist die marginale Dichte von x gegeben z. So, das haben wir damals auch f1 von z genannt. Sie sehen, der Nenner ist nur anders geschrieben, falls eben f1 von z positiv ist. Ansonsten konnten wir eine ganz beliebige Dichte nehmen. Wir haben die damals g0 genannt. So, wir sehen hier, ich definiere dann diese bedingte Dichte von x unter der Bedingung Groß Z gleich Klein Z als G0 von x sonst, wenn der Nenner den Wert 0 annimmt. So, dabei ist G0 eine beliebige Wahrscheinlichkeitsdichte bezüglich nü über R, also können jetzt eine Lebesgue-Dichte sein oder auch eine diskrete Verteilung. Und jetzt können wir konkret rechnen, wir wenden also das von eben nur nochmal an, nämlich dieser bedingte Erwartungswert von x unter der Bedingung Groß Z gleich Klein Z. Wir haben gesehen, das ist ein Integral, x wird integriert bezüglich der bedingten Verteilung, also Integral von minus unendlich bis unendlich, x, und die bedingte Verteilung ist, hat jetzt eben diese Dichte, x mal bedingte Dichte von x unter der Bedingung Z hier, und zwar wird integriert bezüglich x. Sie sehen auch hier eventuell eine Summation, wenn das nü ein Zählmaß ist, sonst ein ganz normales Lebesgue-Integral. Das heißt, wir haben hier einen bedingten Erwartungswert von Groß X unter der Bedingung Groß Z gleich Klein Z. So rechnen wir das konkret aus und Sie werden dort auch noch dann eine Übungsaufgabe finden, bei der das dann ganz konkret mit einer gegebenen gemeinsamen Dichte auch gemacht wird. Jetzt kommt eine letzte Folie in diesem Kapitel, nämlich betitelt Berechnung eines Erwartungswertes. Jetzt sehen Sie Funktion f von z und x. Sowas kommt häufig vor. Und zwar wie folgt. Wir haben einen Wahrscheinlichkeitsraum, Omega AP. Wir haben jetzt einen k-dimensionalen Zufallsvektor und einen l-dimensionalen Zufallsvektor. Der eine ist eben z, der l-dimensionale heißt x. Weiter haben wir eine Funktion, Sie sehen f, die ist jetzt auf dem r hoch k plus l definiert, geht in die reellen Zahlen, darf auch die Werte plus, minus, unendlich annehmen, muss eine messbare Funktion sein. Und Sie sehen, wenn ich z und x zusammennehme als Zufallsvektor, ist der gerade k plus l dimensional. Ich kann also das f wirklich anwenden auf diesen Vektor z, x. Ich setze voraus, hier existiert der Erwartungswert von dieser Zufallsvariable f von zx, der sei endlich. So, die Frage ist, wie kann ich ihn ausrechnen, diesen Erwartungswert? Ich behaupte, ich kann ihn so ausrechnen als Integral über den r hoch k. Und jetzt kommt etwas, was ich dann noch einführen muss. Bedingter Erwartungswert von f von zx unter der Bedingung z gleich klein z integriert bezüglich der Verteilung von z. Wobei dieser Integrant, der da steht, e von dieser bedingte Erwartungswert f von zx unter der Bedingung z gleich klein z, definiert es hier als Integral über den r hoch l f von zx und jetzt Integration bezüglich der bedingten Verteilung von x gegeben Groß z gleich klein z. Ich muss gleich noch ein bisschen was dazu sagen. Erstmal
sehen wir wirklich ein, dass man diesen Erwartungswert auf die Art und Weise auch in zwei Schritten ausrechnen kann, und zwar wie folgt. Nun, die gemeinsame Verteilung, wissen wir, wird zerlegt in die Marginalverteilung von Z und die bedingte Verteilung von X gegeben Z. Und dann verwenden wir einfach den Satz von Fubini, und zwar für Übergangswahrscheinlichkeiten, den wir schon mal verwendet haben, folgt jetzt. Nun, wie rechne ich das, diesen Erwartungswert aus? Nun, ich habe ein Integral über den R hoch K plus L, muss jetzt die Funktion hernehmen, f von zx, muss integrieren bezüglich der gemeinsamen Verteilung. Und jetzt kommt diese Zerlegung der gemeinsamen Verteilung und es kommt die iterierte Integration. Das heißt, außen das Integral über den R hoch k, jetzt innen drin das Integral über den R hoch l, jetzt kommt der Integrant f von zx und jetzt kommt bei festem z die Integration. Und das ist jetzt die bedingte Verteilung von x gegeben z gleich klein z. Ich schreibe es jetzt mal so. Erstes Argument z. Jetzt wird integriert bezüglich des zweiten Arguments. Dann die Klammer zu, außen die Integration bezüglich z. Also das ist hier der Punkt. Und nochmal, dass man das hier sieht, das haben wir auch anders geschrieben, was da steht, nämlich bedingte Verteilung von x. Und jetzt sehen Sie unten die komplette Bedingung groß z gleich klein z dx. Na, und das haben wir natürlich, das haben wir jetzt getauft, das innere Integral als diesen bedingten Erwartungswert. So, wir müssen natürlich eigentlich noch nachweisen, das kommt jetzt als Bemerkung, dass es wirklich eine Faktorisierung ist, dieses bedingten Erwartungswertes. Das heißt, das h von z, na, was wir hier dann so erstmal hingeschrieben haben, e von f von zx unter der Bedingung groß z gleich klein z, ist wirklich eine Faktorisierung von dieser bedingten Erwartung f von zx gegeben Sigma von z. Der Beweis läuft so ab, wie wir das gemacht haben im Beweis von Satz 921, und ich möchte das jetzt nicht nochmal, es wäre im Wesentlichen eine Wiederholung. Für Sie ist aber wichtig, dass Sie sehen, wenn Sie einen Zufallsvektor haben und haben eine Funktion draufgeschaltet, reellwertig oder numerisch, und möchten gern den Erwartungswert ausrechnen, von deren Existenz Sie sich vorher überzeugen müssen, dann können Sie das iteriert machen. Sie können einen Teil des gesamten Zufallsvektors, nennen wir jetzt Z, festhalten und dann zunächst mal integrieren bezüglich der bedingten Verteilung von x, dann der Rest des gesamten Zufallsvektors bei festem Groß-Z gleich Klein-Z, diese Funktion integrieren, und das, was Sie da rausbekommen, ist eine Funktion von Z, und die integrieren Sie dann bezüglich der Verteilung von Z. Okay. Ja, es wäre dann dieses Kapitel abgeschlossen. Und ich möchte dann noch kurz den Anfang des letzten Kapitels vorstellen. Und zwar das letzte Kapitel hat die Überschrift Stoppzeiten und Martingale. Und ich möchte dieses Kapitel einleiten mit einem Bild, was wir auch schon mal gehabt haben in der Einführungsvorlesung, nämlich die Situation von zwei, die gegeneinander spielen. Es wird ein Würfel geworfen. Ein Mann, der Würfel ist echt. Und das Spiel läuft so ab. Ich kann beim wiederholten Werfen Augenzahlen akkumulieren, solange nicht die 6 auftritt. Wenn die 6 auftritt, ist alles, was ich bislang erreicht habe, an aufsummierten Augenzahlen verloren. Ich gehe mit 0 aus dem Spiel und das Recht zu werfen geht an den anderen. In dem Fall sieht man, die Dame, die da sitzt, die Simone, fragt sich, soll ich stoppen? Das heißt, sie hat zunächst mal eine 3 geworfen, dann eine 5, dann eine 4, dann eine 2, dann eine 5 und eine 3. Sie könnte jetzt sagen, ich höre auf. Dann ist das, was sie bislang erreicht hat an Augensumme, wird ihr gut geschrieben. Oder sie kann weiterwerfen. Es könnte eventuell noch was dazukommen. Aber es kann auch sein, dass sie eine 6 wirft und dann fällt sie auf 0 zurück. Das heißt, die konkrete Frage ist, soll ich stoppen? Wir werden uns also mit Stoppzeiten beschäftigen, wo man sozusagen einen Prozess, der stochastisch ist über die Zeit, der abläuft, soll ich ihn zu einem gewissen sinnvollen Zeitpunkt, der mir sinnvoll erscheint, stoppen? Natürlich darf ich nur die Information auch verwenden, die ich bis dahin habe. Ich kann nicht in die Zukunft sehen.
Das heißt, wir werden uns jetzt zunächst mal mit dem Begriff der Stoppzeit auseinandersetzen. Wir haben damals in der Einführungsvorlesung auch hier eine Heuristik schon gehabt. Also man könnte sagen, es dreht sich vielleicht um den Erwartungswert. Kann ich vielleicht eine Stoppregel so finden, dass der Erwartungswert meines Spielgewinnens, wenn ich also die aufsummierten Augenzahlen als Gewinn ansehe, möglichst groß wird? Und da haben wir im Wintersemester uns überlegt, es könnte vielleicht ein sinnvoller Ansatz sein, dass sich die Simone jetzt in der Situation überlegt. Naja, ich habe schon 3 plus 5 plus 4 sind 12 und 2 ist 14 plus 5 ist 19 plus 3 ist 22. Ich habe schon 22 Augen. Was kann passieren? Mit Wahrscheinlichkeit ein Sechstel falle ich auf 0 zurück. Naja, mit Wahrscheinlichkeit Sechstel werfe ich eine 1, dann habe ich einen dazu. Mit Wahrscheinlichkeit Sechstel werfe ich eine 2, dann habe ich 2 dazu. Ich überlege mir, was ich vielleicht erwarte nach dem nächsten Wurf, gegeben jetzt die Situation. Wenn ich mehr erwarte, wenn ich weiter würfel, dann würfel ich nochmal weiter. Wenn nicht, höre ich auf. Die Strategie klingt ganz vernünftig und ist auch ganz vernünftig. Aber zunächst mal noch einige Definitionen. Wir starten mit einem Wahrscheinlichkeitsraum Omega AP. Und wir haben einen messbaren Raum Omega-A'. Dann definieren wir jetzt drei Begriffe. Der erste Begriff, eine Filtration. Der zweite, eine Stoppzeit. Und der dritte, Adaptiertheit. Was ist damit gemeint? Nun, Definition, die erste, Filtration. Wir haben eine aufsteigende Folge, ich nenne sie mal F, so ein Schmuck F. Und zwar ist das eine Folge von solchen FNs, und FN steht immer für eine Sigma-Algebra. Das sollen alles Sub-Sigma-Algebren von A sein, diese FNs. Das heißt, aufsteigend heißt, FN ist immer ein Teilsystem von FN plus 1. Immer ein Teilsystem von A für jedes N aus N0, also N größer gleich 0. Man nennt das eine Filtration. So, was ist die Idee dahinter? Die Idee ist dahinter, es läuft vielleicht der Zufall über die Zeit ab zu diskreten Zeitpunkten 0, 1, 2 und zum Zeitpunkt N kann ich die Ereignisse beobachten, ob sie eintreten oder nicht, die in Fn liegen. Ein Zeitpunkt später, N plus 1, bin ich schlauer. Das heißt, ich kann dann potenziell mehr Ereignisse beobachten, deren Eintreten oder nicht eintreten. Die liegen dann in Fn plus 1. So, das bedeutet, so eine aufsteigende Folge, die hier Filtration genannt wird, spiegelt wieder, dass wir über die Zeit mehr und mehr Information erhalten. Wir kommen da später nochmal drauf zurück. Also Filtration. Dann eine Abbildung Tau, die ist auf Omega definiert und sie nimmt Werte an in N0, also 0, 1, 2, 3. Sie kann aber auch den Wert unendlich annehmen. Man nennt diese Abbildung eine Stoppzeit, und zwar bezüglich dieser Filtration F, wenn Folgendes gilt. Nun, das Ereignis, dass Tau den Wert N annimmt, mit anderen Worten, die Menge aller klein Omega aus Groß Omega mit Tau von Omega ist klein N, dieses Ereignis liegt in der Sigma-Algebra Fn und das muss gelten für jedes N größer gleich 0. So anschaulich steht hier hinter, zum Stoppen, wenn ich eben sage, Stoppzeitpunkt soll N sein, dann darf ich auch nur die Information verwenden bis zum Zeitpunkt N, die also dann wirklich Ereignisse, deren Eintreten oder Nicht-Eintreten ich beobachten kann, bis zur Zeit N und die liegen in Fn. Immer daran denken, Fn ist ein Obersystem noch von Fn minus 1. Also das ist eine Stoppzeit. Wenn dieses Tau mit Wahrscheinlichkeit 1 endliche Werte annimmt, Tau kleiner als unendlich, dann nennt man diese Stoppzeit endlich. Eine hinreichende Bedingung dafür wäre, dass der Erwartungswert von Tau endlich ist. Aber wenn der zum Beispiel unendlich ist, dann könnte es durchaus auch passieren, dass das Tau den Wert unendlich mit positiver Wahrscheinlichkeit annimmt und das wird hier ausgeschlossen durch diese Definition.
So, und dann eine letzte Definition. Hier sehen Sie eine Folge xn, n größer gleich 0 von Zufallsvariablen xn, die auf Omega definiert sind und nach Omega Strich gehen, also sehr abstraktwertige Zufallsvariablen. Man nennt diese Folge an der Filtration f adaptiert, wenn Folgendes gilt. Das xn ist fn messbar für jedes n größer gleich 0. Das heißt, die Urbilder der Mengen aus der Sigma-Algebra kalligraphisch A' unter xn liegen alle in fn. Das muss für jedes n gelten. Das heißt, die Abbildungen xn werden sozusagen in der Tendenz immer komplizierter oder da die Sigma-Algebren ja zunehmen. Es wird natürlich immer leichter, bei aufsteigenden Sigma-Algebren dann messbar zu sein. Aber das Entscheidende ist eben, für jedes n größer gleich 0 soll xn fn messbar sein. Noch ein letzter Punkt, also D. In dieser Situation, die wir gerade hatten in C, gibt es eine ganz natürliche Filtration. Nämlich, Sie sehen dort F, N, oben X. Was ist das? Das ist definiert, das ist die Sigma-Algebra, die von X0, X1 bis Xn erzeugt wird. Und diese Folge von Sigma-Algebren, man sieht sofort nach Definition, die ist aufsteigend. Diese Filtration f oben x nennt man die natürliche Filtration dieser Folge xn n größer gleich 0. Ja, ich denke, an dieser Stelle haben wir heute dann doch genug gemacht und ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und dann sehen wir uns am nächsten Montag dann wieder. Dankeschön.